Und damit herzlich willkommen zurück zu Entsprouted. Ja, ich bin gerade eben hierhin schnell reportet. Wir waren ja irgendwie noch im Ödland, komischerweise. Weiß jetzt nicht, habe ich da beendet gehabt im Ödland? Und unser Inventar ist halt voll mit Sachen, die wir jetzt gerade erstmal nicht brauchen. Und ich würde gleich mal schauen, dass wir erstmal das hier wegmachen. Also erstmal will ich hier so oder so ein paar Sachen einlagern. Hier Palmholz packe ich auch erstmal hier rein. Bevor wir dann gleich einen Schlüssel fertig machen und in die erste Halle da gehen, zweite Halle gehen, der Erloschenen. So, aber erstmal muss ich so oder so alles einlagern, was wir hier haben. Da habe ich ja nämlich einiges voll. Schwarzpulver haben wir wieder. Muss ich auch mal einlagern. So, wir haben eigentlich viel Sprott bei. Und ich muss mein Schwert reparieren. So, erstmal wirklich muss alles erstmal weg. Und warte mal, wissenschaftliche Instrumente. Die müsste ich gleich mal irgendwo hinpacken. Keine Ahnung, wohin. So, aber nach den Hallen der Erloschenen wollte ich hier auch das Ding noch mal ein bisschen umbauen. Damit wir das da erstmal ein bisschen vernünftig haben. Dass das nicht einfach wie so ein Kasten aussieht, die Lagerhalle. Und dann wird das da irgendwann auch noch abgebaut. Vor allem, ich müsste hier eigentlich den Rasen auch mal ein bisschen vielleicht anpassen. Von der Größe her, von der Höhe. So, aber erstmal muss ich einlagern. Werden wir vielleicht heute noch alles im Stream machen? Vorausgesetzt, ich schaffe das auch. Und ja, heute jetzt auch ein bisschen früher angefangen, aber ich hatte irgendwie Bock, einfach drauf loszuzocken. So. Mal gucken, habe ich hier sonst noch irgendwas? So, dann hier die Reihe noch. Warte mal, kommen wir. Eigentlich können wir die Leiter hier wegmachen. Wir kommen so auf diese Art hier hoch, wenn wir das hier abbauen. Und zur Not haben wir ja noch Gerüste, um das hier abzubauen. Jetzt kann die Leiter ruhig weg. So, wo hatten wir angefangen? Hier noch gar nicht. Blümchen haben wir nicht mit. Haben wir Pilze? Nee. Sowas haben wir auch nicht. Das einmal voll machen wollen. Haben wir sonst noch irgend. Ich weiß jetzt nicht, ob. Oder warte. Wir haben Glas. Und Sand. Ah, hier hatten wir auch das Palmholz. Okay. So, ein Knochen haben wir mit uns mit. Wir haben noch so einen Stein. So, und wir haben Eisenerz. Ich packe das auch erst einmal hier mit rein. Wohl, warte mal. Für Stoff haben wir auch noch keine Kiste. So, für hier haben wir nichts. Sechs Glühwürmchen haben wir. Wir brauchen hier eine vernünftige Ordnung auf jeden Fall. Und mehr Kisten. Definitiv einiges mehr an Kisten. Ich weiß nicht einmal, ob die Halle, die wir da haben, reichen wird. So. Was haben wir hier gesammelt? Mir erstmal Meteoritenschauer, Erfahrungsschriftrolle. Da haben wir zumindest schon mal 13. Schon mal gut.
dass wir so viel haben. So, hier haben wir einiges von den Schädelbeschwörungsgefäßen. Habe ich auch ein bisschen gesammelt. So. Ah, hier haben wir die großen Dinger. Okay. Haben wir für hier was? Nein. Bandagen. Haben wir eigentlich soweit voll. So. Lotion haben wir nicht. Die Geflügel müssen wir mal braten. Haben wir ein bisschen wieder was. So. Für hier unten haben wir, glaube ich, Eier haben wir. Ich pack die mal zu den Eiern, die Jucker-Dinger. Pilze? Haben wir Pilze? Nein. So, von denen haben wir, glaube ich, nichts. Bücher haben wir. Dann haben wir Schmutz? Nee. So, okay, eine Sache haben wir da noch, die wir noch nicht zuordnen können. Also in eine Kiste packen können. Dann würde ich das hier hinpacken. Die Pfeile würde ich auch mal da reinpacken. Die haben wir ja hier. Und Miasmasporen haben wir auch. Wo hatten wir die hingetan? Hier. So, dann kann Knochen darüber. So, dafür nehmen wir das nochmal mit. Und hier können wir mal anfangen, gegrilltes Vogelfleisch wieder herzustellen, weil wir davon mehr als genug haben. Dann können wir das auch noch eben woanders hinpacken, hinsetzen. Wo haben wir Vogelfleisch? Was haben wir mitgenommen? Die Dinger. Und wo war Knochenmehl? Hier. Haben wir auch bald voll. So, dann würde ich jetzt noch einmal kurz die Sachen... Ich habe hier noch Holz. Holzscheite. Nochmal wieder Holzscheite. Nee, nicht hier. Da oben. So, das heißt dann jetzt noch einmal reparieren und dann schauen wir uns mal an, was wir brauchen, um Schlüssel hier herzustellen. Von Balthasar will wieder was von uns. Wissenschaftliche Instrumente für das Labor. Wunderbar, auf dich ist immer Verlass. Wenn wir es schaffen, mit den wissenschaftlichen Instrumenten ein Labor zu bauen, können wir Heilgegenstände jenseits der jeder Vorstellungskraft herstellen. Irgendwas können wir Neues bei ihm machen? Ach, immer noch das hier wahrscheinlich. Ah, okay, das hier und Athano, ein komplexer Ofen, wie er von den Gelehrten der alchemistischen Mysterien verwendet wird. Dafür braucht man Athano. Okay. Hat noch irgendwas Neues, kann ich bei ihm? Was? Ah, hier. Papier. Man kann jetzt aus anderen Ressourcen Bücher herstellen. Okay, wie stellen wir Papier her? Wofür habe ich jetzt so viele Bücher gesammelt? Aus Papier, Leder und Indigo-Pflanzen. Okay, wie stelle ich Papier her? Irgendwo muss das doch sein, ne? Hat er was Neues?
Neue Spitzhacke. Eine Eisenspitzhacke können wir jetzt machen aus Eisenbarren. Hier aber noch nichts Neues, okay. Warum kann ich noch keinen... Egal, ich hinterfrag's mal nicht. Hier, den brauchen wir. Dafür brauchen wir 50 Ektoplasma-Fragmente und 20 Knochen. Until your blood is frozen. Hat noch irgendwas Neues? Irgendwas hat er noch Neues. Magieschilde. Okay, also ein Magieschild wird er wahrscheinlich noch irgendwie haben. So, er hat nichts mehr Neues. Was hat er? Hat er was Neues? Er hat auch was Neues. Trüböl. Was gibt's denn hier alles für neue Sachen? Was braucht der? Eisenbarren, Holzbretter und Nägel. Dafür nochmal die riesige Truhe, Miasma-Seele und Trüböl. Irgendwas hat dann auch noch wieder neu. Wasserbrunnen, verbesserter Wasserbrunnen. Ah, okay. Eine beinahe unendliche Wasserquelle. Dieser Brunnen ist tief genug, um auch die verstecktesten Wasserreservoirs anzuzapfen. Wurde verbessert, kann das Grundwasser schneller erreichen. So, die hat nichts Neues. So, die hat hier gegrillte Yuccafrucht. Fruchtschüssel. Gedüngte Farmerde, Blumenerde. Wir müssen noch so viel machen hier. Da fehlt uns noch viel zu viel. So, jetzt erst einmal Knochen. Davon war, glaube ich, Stapel teilen. Und von dem Ektoplasma, das ich hier irgendwo war, hier, brauchen wir einmal 50. So. Dann bauen wir uns jetzt mal den Schlüssel. Dieser dickicht Knochenschlüssel. So, und den packe ich mal erstmal hier auch noch mal irgendwie hin. Dann werden wir noch alles irgendwie anders platzieren. Irgendwie, dass es noch Sinn ergibt, noch Sinn macht. So. Nee, kann sein, dass jetzt gleich mal kurz ruckeln wird. Wir wollen aber da entlang. Das Wegpunkt setzen. Und hier ein Schnellreisen. So. Nee, ich sammle mal nicht. Also noch nicht. Warte mal, da oben ist ja ein Turm. Hier kommen wir nicht hoch. Dann vielleicht von dieser Seite. Nein? Ja, super. Ach toll. Ich fall hier immer überall runter. Da oben war ein Turm, den will ich jetzt irgendwie erreichen. Den kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Ach so, doch. Den kannte ich.
Was haben wir hier? Nehmen wir mal mit. Ja, den kannte ich doch. Oder? Nehme ich mit? Ich glaube, den kenne ich doch nicht. Ist er neu hinzugefügt worden? Das scheint komplett neu zu sein. Der ist neu. Trank der Brut brauchen wir nicht. So, aber dann wollen wir in die Richtung. Den kenne ich auf jeden Fall. Die Bämbelschenke. Autsch. So, hatten wir hier auch alles mitgenommen gehabt damals? Ich weiß es nicht mehr. Gebet der Flammenstoffrolle nehmen wir mal mit. Wasser nehmen wir mit. Mit. Und Bücher. Ich werde die trotzdem einfach weiterhin sammeln. Die Bücher. So, komm, ich will hier raus. Gehen wir hier raus. Ich hoffe, das reicht, um... Ja, das reicht, um hier... Perfekt, nice. Natürlich müssen wir auch irgendwie hier erschienen sein, so während es dunkel wird. Natürlich. Wir konnten nicht am frühen Morgen los. Ja, vielleicht finden wir noch irgendwie unterwegs etwas, wo wir dann pennen können, nächtigen. Bräuchten auch eine bessere Fackel, irgendwie, die mehr leuchtet, mehr erhält. Nein, ich sehe nichts. Stimmt, da war unten ein Weg dadurch. Ja, da ist es. Perfekt. Da drinnen gibt es genug Licht. Und da gibt es auch Hufeisen. Hufeisen, sag ich schon. Bügeleisen. Na,
Ich bleib noch bei der Fackel erstmal. Okay. Den Schlüssel haben wir. Geht's jetzt auf? Nice. Da wären wir. So, mal gucken, wie wir hier das alles überstehen. Auf jeden Fall nehmen wir alles mit. Alles, was wir kriegen können. Hallen der Lot, ne? Neuer Ort kartiert. Hinter mir jemand, ne? So, erstmal lesen. Ich verfluche dich, Flamme. Dafür, dass du mir alles genommen hast. Dafür, dass du meine Familie, mein Leben und meinen Staat ruiniert hast. Dafür, dass du mich ruiniert hast. Mein Leben liegt in Scherben, entflammt und entzweit durch deine scheinheiligen Gesetze und Einschränkungen. Doch fortan werden sie mich nie mehr binden. Ich verachte die Erbauer. Ich spucke auf die Flamme. Jeder, der meinen Weg kreuzt und es wagt, einen Puls zu haben, wird zerschmettert und zermalmt werden. Euer Blut und eure Galle wird mir Wärme schenken. Darius. So, das wollen wir abbauen. Das nehmen wir mal mit. Erfahrungsschutzrolle, perfekt. So, noch mehr Knochen. Ah! Den haben wir auch. So. Ach, das ist noch ein Hundi. Nehmen wir auch mit. Was gibt's hier drinnen? Nehmen wir mit. Rotes Marmorfragment. So, wir werden sehr oft auch zurückrennen dürfen. Also, sobald wir ein Bügeleisen finden. Werden wir sehr oft dahin zurückrennen. Gebet der Flammenschutzrolle. Sonst noch was? Hier, da haben wir schon mal den sagenumwobenen Bügeleisen. So, das nehmen wir auch mit. So. Haben wir. Hier gab es sonst nichts. Gut, dann jetzt noch mal kurz reparieren und... Ne, da sind noch welche. Zum kaputt machen. Genau so. Ich hoffe, wir kriegen hier schon diese Gläser. Diese Scheiben, Fenster. Hier haben wir Bücher. Ja, da abbauen. Hier.
Okay, hier sind in den Vasen irgendwie weniger drin als im ersten Dungeon. Würde ich mal behaupten. So, gibt's hier irgendwas? Schon mal einen besseren Halt dran. Ach, Fundi. So, zwei Schlüsseldinger brauchen wir hier. So, dann müsste ich hier den Haltrang einmal umtauschen. Vielleicht machen wir so. Unser Rucksack ist jetzt schon richtig voll. Ja, kommt alle hierher. So, gibt's für die gar keine Punkte mehr? Erfahrungspunkte? Was ist das denn? Das ist ein Spawner. So. So, Hundi, dich mach ich auch noch fertig. Okay, jetzt müsste ich wieder zurück, einmal mein Schwert reparieren. Und den Spawner haben wir dann wenigstens weg. Da geht's auch nochmal weiter. Da sind auch noch wieder Skelette. Ja, wofür habe ich jetzt? Wegen der Flamme wahrscheinlich. Hält das Schwert wirklich so wenig aus, oder? maximale Haltbarkeit. Wir gehen aber zuerst da lang, wo ich die Spawner jetzt kaputt gemacht habe. Da gehen wir später hin. Nice, noch mehr Knochenpfeile. So, und hier nochmal. Ist das eine geheime Tür? Ne. Ich höre dahinter aber auch schon Gegner.
Okay, irgendwas habe ich kaputt gemacht aus Versehen jetzt. Nein, ich wollte jetzt nicht zumachen. Mach wieder auf. Ja, genau. So, was habe ich hier kaputt gemacht? Bücher. So, hier haben wir auch nochmal Bücher. Oh, nice. Hier haben wir auch nochmal Wasser. Apropos Wasser, ich trinke mal eins, damit ich ein bisschen mehr Ausdauer habe. Da war es ganz kurz so. Und so. Na komm. So. Ah, da nach oben müssen wir. Okay. So, das bauen wir ab. Das bauen wir ab. Das auch noch und das da oben. So, den ersten haben wir. Dann da hinten jetzt noch die zweite für die Barriere. Ach, hier gibt es keinen Spawner? Okay. Gibt es hier sonst noch was? Da. Da gibt es auch noch was. Ist hier irgendwen? Das hier ist alles leer. Nehmen wir mit. Nein. Ja. Dann haben wir das schon mal. Wo kommen die her? So, weg mit dem Magier. So, alles mitnehmen. Jetzt sind wo kam der denn her? Oder die alle. Die spawnen ja hier immer irgendwie aus dem Nichts. Da habe ich hier was vergessen. Und da. Einmal kurz reparieren gehen. Genau. Genau das wollte ich. Da
So, wie sieht's hier jetzt aus? Ah, bisher kann er so bleiben. Also da ist noch nichts bei, was wir jetzt wegschmeißen müssten. Und warte mal. Okay, der Schlüssel ist hier. So, mitnehmen. Mitnehmen. Okay, das blaue Licht da hinten ist geil. Apropos, warte mal, haben wir... Hatten wir hier eigentlich... Die hatten wir gemacht gehabt. Okay, das wollte ich wissen, ob ich das nicht vergessen habe. Okay, da fallen wir gleich runter. Weg mit euch. Okay, warte mal. Das wird jetzt ein bisschen heftig hier. Wo kommen die alle her? So, weg mit dir, Magier. Auch alle weg. Wo kommen die alle her? Ja, ich sehe schon. Spawner. Okay, hier gibt's Spawner. Ne, warte mal. Vielleicht damit wäre besser. Aua. Nein. Gibt's hier noch einen? Ja, kommt weg mit euch. Okay, jetzt gleich habe ich ein Problem. So, der schon wieder. So, aber jetzt haben wir sie alle. Liegt hier noch irgendwo einer? Okay, mit der Axt kriegen wir die Spawner am schnellsten weg. Ich hoffe, hier gibt es ein Bügeleisen. Und sonst habe ich gleich wirklich ein Problem. Warte mal, ist hier Miasma? Hier haben wir einen Knopf. Kriegerbrustpanzer. Physisch bei Widerstand 61. Naja,
Dann erstmal weg damit. Verschwende nur Platz. Nein, nicht hinsetzen. So, ich brauche jetzt dringend ein Bügeleisen. Ich glaube, dahinter gibt es keins. Von zurück nach oben kommen wir ja nicht. So, gibt's da? Oder muss ich einmal drauf gehen und den holen? Sieht auch nicht aus, als würde da eins geben. Okay, um die Tür zu öffnen, muss ich da hinten wahrscheinlich irgendwo zwei Schalter betätigen. Natürlich, wo kommt ihr jetzt her? Nicht mal ein Bügeleisen dabei. Okay, ich habe gleich definitiv ein Problem. Zaubererhose. Lassen wir. Weg mit dir, Bello. Was haben wir hier? Nicht mal eine Ersatzwaffe. Okay, jetzt habe ich definitiv ein Problem. Ja, jetzt. Kann alle Skelette gerne jetzt verprügeln. Mal gucken, wie gut das geht. Was war eigentlich runtergeflogen? Obwohl, für den schlimmsten Fall der Fälle habe ich ja immer noch einen Bogen. Fangen wir hier an. Okay, was haben wir hier?
Kann ich mich irgendwie hier drauf? So. Wohin schießt er? So, kommt den auch noch weg? Okay, hi Oldcoin, sorry, ich war jetzt gerade mitten im Kampf. Alles klar bei dir? Ich war jetzt ein bisschen unter Stress, weil meine Waffe hinüber ist und ich habe jetzt nur noch den Bogen. Und ich finde hier kein Bügeleisen. Und wenigstens ein Zauberer sind wir hier losgeworden. So, was haben wir hier? Silberschussbogen, nehmen wir mal mit. So im Vergleich, der hat, oder warte mal, so 17, 33. Den habe ich noch nicht mal verbessert. Oh, ich bin so ein Idiot. So. Jetzt vergessen zu verbessern. So, ich brauche dringend ein Bügeleisen. So. Nehmen wir auch mal mit. Wo kommen die jetzt alle her? Warte mal. Ne, hier ist nur was zum Lesen. Nein! Jetzt habe ich ein Problem. Immer mit diesen Knochen-Patronen. Diverse Filmkritiken anschauen. Ja, ich kenne das auch. Ich habe heute auch, sagen wir mal, die Nacht doch ein bisschen länger wach geblieben als geplant. Und habe mir auch eigentlich einige Kritiken zu der Fallout-Serie angesehen. Die 1720 Aufstände ist doof. Das glaube ich. Na, so spät bin ich zum Glück aber nicht aufgestanden. So, wo ist denn der scheiß Beschwörer? So, gefällt mir das lieber, wenn die langsamer sind. Ich brauche dringend jetzt was, um mein Schwert hier zu reparieren. So. Und wenigstens sind wir den hier los. Hier ist auch kein Bügeleisen. Vielleicht ein Ersatzschwert mitnehmen sollen. Ich bereue jetzt gerade hier einiges. So, wie voll ist das hier? 20 Bücher haben wir schon mal.
Nix. Hier war was. Kupferpfeile, perfekt. Warte mal, da gab's noch irgendwie was. Oder? Hier, da oben. So, plündern, plündern, plündern. Ja, auch nochmal plündern. Okay, lesen wir das hier mal. Hört meinen Plan, Brüder. Hör auf, mit deinen weinerlichen Zähnen zu klappern und hör zu. Ich habe einen Plan, um den Segen der Flamme zurückzugewinnen und diesen schrecklichen Flug aufzuheben. Als erstes machen wir ein schönes Feuer, ein Kronleuchter und ganz viele Kerzen. Zweitens suchen wir uns einen knochigen Schwächling, der als Kind nicht genug Milch geschluckt hat. Drittens, wir zerschlagen ihn in Stücke. Viertens werfen wir seine traurigen, zerbrechlichen kleinen Knochen als heilige Opfergabe in die Feuergrube und tanzen, bis die Flamme uns vergibt. Wir könnten dazu auch etwas trälern, aber das einzige Lied, das ich kenne, ist Ode an Pikemet. Wenn ihr ein paar Lieder von diesen Baden Wahl kennt, macht mit. Wahl? So. Jetzt ist die Frage, da oben gab es da auch noch was? Ja, da oben ist was. Ah, okay. Ein Ersatzschwert haben wir jetzt erstmal. Machen wir mal so. Besser als gar nichts. Nehmen wir auch mal mit. Und nochmal einen Schluck Wasser. So. Schnell den Magier zuerst. Weg mit euch! So. Okay, noch einer. Alles mitnehmen. Das hier nochmal kaputt machen. Ah, warte mal, das ist doch die andere Seite. Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Oder... Hier! Hier haben wir's. Hätte ich die andere Seite zuerst nehmen sollen. Hier haben wir ein Bügeleisen. So, Bücher müssen wir auch wieder mitnehmen. Wichtigste Ressource. Vor allem jetzt, ich weiß nicht, wann ein Update war, aber seit dem letzten Update, gehe ich mal von aus, kann man jetzt irgendwie irgendwo Papier finden oder herstellen. Und die Bücher jetzt alle auch auf andere Weise herstellen. Ah, okay. Hier sind wir. Wir hätten zuerst die Seite gehen sollen. Würde ich aber zuerst den hier wieder benutzen wollen.
Okay. Jo. So, wieso lebte der mir so extrem am Nacken? Autsch. So, alle erledigt? Nein. Okay, Barriere gelöst. Das waren jetzt aber auch verdammt viele. Vor allem alle mit so einem Schlüsselkopf, sag ich mal. So. Hi, Kairo. Alles klar bei dir? So. Einmal kurz nochmal zurück reparieren gehen. Wo war... Da hinten war der Amboss. Richtung. Ja, bei mir muss. Man lebt, wie soll man sagen? Überlebt. Nach diesem Bügeleisen hier, nach dem Amboss, habe ich jetzt ewig gesucht. Warte mal, dann in dem Fall kann ich das. Ne, ich behalte den Ersatzschwert. 8 Stunden Autofahrt, das klingt echt übel. Habe ich aber demnächst auch noch vor mir, mindestens 8 Stunden. Da ich demnächst von hier wegziehen will, sagen wir mal so, in eine andere Stadt. Und demnächst auch anfange, in anderen Städten Wohnungsbesichtigungen und so weiter zu machen. Aber wenigstens geht es dir gut. Und die 8 Stunden Autofahrt überlebt. Noch habe ich keinen Plan, welche Städte, also beziehungsweise wohin ich genau hinziehen werde. Ich schaue mir auf jeden Fall mehrere Städte an, so Städte wie, also schon größere Städte, beziehungsweise dessen nähere Umgebung. Also Umlauf Köln, also Umgebung von Köln, von Berlin, sehe ich mir an, von München, so. Also so in die Richtung, sagen wir mal. So, jetzt müssen wir noch die Seite. Oder ich mache es auf die Art. Autsch. Trick 17, ne? Alle wieder looten. Ah, da ist offen. Kommen da jetzt welche raus? Ey, das ist eigentlich... Ich glaube, die Entwickler hatten das so nicht gewollt, dass ich so darüber komme. So,
Gebet der Flamme und Bücher. So, hier auch nochmal Bücher, die sind wichtig. Alles klar, Oldcoin, bis gleich. Okay, jetzt bin ich neugierig. Ich versuche mal von außen rum, obwohl... Autsch. Bücher nehmen wir auch noch mal mit. Hallo, ich will das Buch. Da war es ganz kurz. Da. Achso, das ist kein Buch, aber hier. Hallo? Machen wir so. Kairo, nur mal so als Frage. Bist du eigentlich aktuell noch am Stream? Weil ich habe schon lange keine Benachrichtigung mehr bekommen gehabt, dass du live wärst oder so. Da wollte ich mal nachfragen. So, bist du aktuell noch dabei oder ist irgendwie Pause momentan aus Gründen? Okay, du warst im Urlaub, deswegen habe ich keine Benachrichtigung bekommen dann. Wahrscheinlich. Ich habe mich schon gewundert. Weil ich wollte schon wieder mal auch bei dir reinschauen und so. Und dann auf einmal so, hä? Keine Benachrichtigung. Deswegen. Wann bist du denn demnächst wieder live? So, komm. Da warst du gerade da. Morgen gegen 19, 20 Uhr. Ich versuche morgen mal es hinzukriegen, dass ich bei dir mal reinschaue. Ah, okay, wir sind jetzt hier draußen. Ich versuche es morgen hinzukriegen, ja? Okay, ich setze mich mal ganz kurz hin oder trinke noch mal ein Wasser. Obwohl, warte mal. So geht's auch. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ah, okay, so wäre man hier hochgekommen. Okay, wir haben wenigstens den, leichten Weg genommen.
Apropos leichten Weg, ich würde jetzt noch mal kurz rüberfliegen. Und noch mal das Bügeleisen suchen. Haben die hier jetzt zugemacht? Weil ich jetzt zu lange weg war oder zu weit? Ich hoffe, die sind jetzt nicht wieder da, hier die Viecher. Ne, das war die falsche Seite. Ey, ich muss mein Zuhause hier ausbessern, definitiv wegen der Ausdauer. Dass das da auch irgendwann so der Komfort auf über eine Stunde geht. So. Nee, andere Richtung. Beide offen, also beide aktiv, beide offen, dann können wir jetzt durch endlich. Ich hoffe, da sind jetzt keine Gegner rausgekommen. Vor allem, warte mal. Hier Stufe 25. Aber wir haben ein bisschen Erfahrungspunkte da schon dazu gewonnen beim letzten Mal. Aber jetzt irgendwie gerade hier nichts mehr. Wir hätten auch hier hingehen können. Wegen dem Bügeleisen. So. Und so. Hier haben wir noch mehr Bücher. Okay, hier sind sehr viele. Ah, ne, doch nicht. Obwohl, das sind doch schon einige. Nein, ich will mich nicht hinsetzen. Nein. So. Willkommen zurück, Oldcoin. Den Dingern ist auch okay, nice. Ich wollte es nur mal ausprobiert haben, ob da auch noch was drin ist. So und so. Haben wir alles? Ich glaube schon. Wir haben alles. Einmal Schwert bügeln und dann gehen wir mal weiter. So.
komm. Jo, den habe ich schon eingebaut. Für 100.000 Enttäuschung. So, ich denke, das ist nämlich auch ein angemessener Preis, so dass man dafür sammelt quasi, weil wenn ich das günstiger machen würde, dann würde das wahrscheinlich jeder x-beliebige machen wollen. Und bei 100.000 kann man sagen, so das sind schon regelmäßige Zuschauer, auch wenn die wahrscheinlich am Lurken sind oder so. Aber dass man denen dann halt eine Freude macht. So mit, für die Kanalpunkte. Mit den 3D-Dingern habe ich mir auch schon anders überlegt, sagen wir so. Weil ich glaube, mit einem 3D-Objekt können die wenigsten mit anfangen. Was anfangen. So. Würde man sich zwar vielleicht denken, ja, schön, aber was soll ich denn damit? Nach dem Motto. So, ist hier noch irgendwo jemand? Ach. Okay, da oben gibt es Blumen, die angreifen. Vor allem, ich hatte mir da auch überlegt gehabt bei dem Bild, was ich dann quasi mache für die Zuschauer. Die Community. Dass ich dafür dann quasi so ein extra Stream mache oder sowas. Jetzt habe ich zwar immer so einen Plan, also so einen Streaming-Plan. Poste ich auch aktuell nur eigentlich auf Discord, müsste ich eigentlich auch auf Instagram oder so mal reinpacken. So, wenigstens kriege ich hier diese Giftsäckle. Aber ich habe mir da warte mal. Ich mache die erstmal fertig, hier die Gegner, und dann denke ich nach, was ich nochmal sagen wollte. So, genau, ich wollte daraus, also, das wird dann wahrscheinlich mehr als ein Stream sein, aber dann ein extra, ein gesonderter Stream halt. Weil jetzt aktuell ist es so, dass ich mittwochs, Tomb Raider streame und aufnehme, extra für YouTube. Also, dann noch dazu donnerstags halt Gothic 2 aktuell. Gehen wir nochmal zurück zum Reparieren. Und sonntags dann Shrouded. Und samstags ist immer so spontan. Wenn ich Zeit irgendwie finde, ohne dass mir irgendwas anderes quasi im Weg steht, jetzt sagen wir mal so. Also im Weg stehen jetzt eher nicht, aber auch viel Zeit kostet, sagen wir mal so. Wenn Samstag die Zeit da ist, dann würde ich auch samstags spontan dann machen. Und da ist dann, kann unterschiedlich sein. Dann entweder dieses Bild machen oder nochmal in den Shroud rein oder in Tomb Raider, Gothic. Je nachdem, worauf ich Lust habe. Oder irgendwie spontan einfach mal irgendein Trash-Game.
Aber dass Samstage dann quasi immer spontan sind. Hier haben wir schon mal einen von denen. Da sehe ich noch einen. Da ist noch einer. Da ist keiner. Okay, das ist jetzt ordentlich große Halle. Vor allem da unten ist sogar noch eine Höhle. Also Umzug ist nur in Planung, aber es ist jetzt noch kein Datum da, sagen wir so, wann ich umziehe, weil ich noch keine neue Wohnung gefunden habe. Ich habe zwar jetzt ein paar Besichtigungen ab Ende Mai, aber... So, genau, ab Ende Mai habe ich ein paar Besichtigungen, eine sogar in Berlin. Aber ich glaube, die in Berlin werde ich wahrscheinlich... Scheiße. So, die in Berlin werde ich wahrscheinlich nicht nehmen, aber dass ich zumindest mir schon mal... Die Chance da auch ausnutze, um die Gegend mal mir anzusehen. Denn ich war bisher in meinem Leben nur ein einziges Mal in Berlin. Und das war auch nur bei der Artikel 13 Demo von vor ein paar Jahren. So und... Ah, okay, jetzt sehe ich den Fehler, den ich da gemacht habe. Oh. Komm, wir machen die Knochen weg. Wir haben eh mehr als genug Knochen. Und werden hier auch mehr als genug Knochen bekommen gleich. Man kann sich auch schlau anstellen, nicht wie ich vor. Wie viele Versuche hatte ich jetzt an dem Ding so, wo ich jetzt einmal auch gestorben war? Bis ich es gerafft habe, was ich da machen musste. Scheiße, stimmt, Oldcoin. Das habe ich nicht bedacht. Es ist auf Landesmittel tatsächlich bei mir. Nicht auf Bundesmittel. Das heißt, ich kann das Bundesland nicht wechseln. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, scheiße. Dann muss ich halt... in NRW bleiben. Komm ich da durch? Ja. Okay. Okay, dann habe ich halt ein kleines Problem jetzt. Ja, aber danke, dass du das überhaupt erwähnt hast, weil von selber wäre ich jetzt nicht so schnell drauf gekommen. Das könnte ich auch machen. Also mich informieren, ob die Mittel dann übertragbar sind.
Was genau muss ich hier eigentlich machen? Also... hier, wo ich jetzt bin halt. Also wo soll ich die Dinger finden, meinte ich so. Okay, gut, dass ich jetzt... weg mit den Blumen. So. So. Wenn ich Dinger suche, dann soll ich dann Stellen schauen. Gute Idee. Wo kommen jetzt die, wo kommen die Ratten jetzt her? So. Das sieht wie eine Höhle aus. Ist aber nichts. Nee. Vor allem aber auch, wo ist diese... Echt jetzt, die Ratten, die nerven. Weil die haben immer so zwei Schläge gleichzeitig quasi. Beziehungsweise direkt hintereinander. So. Da sind Spinnen. Vor allem die Spinnen hören sich auch leicht wie die Ratten an. Nur, dass also ein Krabbelgeräusch mit dabei ist. Okay, hier haben wir das. Brauche ich überhaupt die Beine von denen? Nein! Autsch! Jetzt kurz überlegen, wo... Da hinten könnte noch was sein. Da könnte noch was sein. Hier auch. So, was haben wir hier drinne? Kobra-Kern-Zauberstab. Komm, zerlegen wir. Haben wir sonst noch was, was wir nicht brauchen? Zum Einlagern? Nichts? Ich dachte, hier wäre vielleicht irgendwie... Da gibt es irgendwie einen Geheimgang oder so? Das war jetzt wahrscheinlich nur so da, für den Kobra-Kern-Zauberstab. So, dann gehen wir mal in die Höhle.
So. Muss ich hier nach oben? Jo. Kann der mal aufhören? Ich bin kein Futter hier, ja? Ihr seht zwar zum Anbeißen aus, aber bitte nicht. Ah, hier. Autsch. Ja, natürlich. Tausend Ratten greifen mich hier an. Jetzt habe ich aus Versehen eine Bombe geworfen, was ich nicht wollte. So. Da ist noch eins. Ah, nicht genug Mana. Natürlich müssen jetzt die Ratten hier nerven kommen. Ah, die bekämpfen sich da gegenseitig. Zum Teil. Oh. So, nehmen wir mal mit. Ist ordentlich Fleisch eigentlich an sich. So, da. Da haben wir noch ein. Barriere gelüftet, perfekt. Okay, jetzt brauchen wir einen Weg da hoch. Nein, keine Ausdauer. Komm, ich will da hoch. Weg mit euch. So, kurz überlegen. Gibt es da irgendwie... Da leuchtet was? So.
Okay, ich würde sagen, den brauchen wir aber nicht. So, wo ist dann der Eingang? Also, oder was ich jetzt aufgemacht habe? Da hinten irgendwo? Ich glaube, ich sehe schon. Ich glaube, das da ist es. Ich glaube, von da kamen wir. Apropos, da gehe ich nochmal kurz hin, um meine Sachen zu reparieren. Ne, den Weg erspare ich mir doch lieber nach unten. Gibt es hier einen Weg nach da oben? Auf die Art komme ich da nicht hoch. Okay, ich muss. Ah, okay, ich sehe schon. Ich hätte den Weg anders nehmen sollen. So, kurz abwarten. Vielleicht mit hinsetzen hilft das. Nee. Hä? Moment, wo ist. Ach, hier. Ich wollte schon sagen. So, gibt es hier ein Bügeleisen? Da gibt es ein Bügeleisen. So. Dann würde ich aber sagen, ich mache gleich nochmal weiter. Ich gehe jetzt eben nochmal. Die Dose ist ja schon gleich leer. Das sind nur noch zwei Schlücke. Ich hole mir eben eine Cola aus dem Kühlschrank und nochmal kurz vielleicht ein kleines Pinkelpäuschen. Dann wäre ich gleich wieder da.